Hi Leute, Skynet hier. Ich melde mich mal wieder zurück mit dem neuen Build-Order-Video von mir. Und zwar behandeln wir diesmal das Matchup TVP. Und zwar geht es darum, sicher ins Mid- bzw. Late-Game zu kommen. Wie ich mitbekommen habe, haben viele Leute Probleme, einfach die All-Ins von einem Brodos zu überlegen. Sprich Proxy Oracle, DTs oder Foregate oder eine Expansion und dann Oracles oder Void Ray All-In, wie auch immer, die ganzen Warmbase All-Ins von Brodos. Und deshalb sagen viele Terraner, das Matchup ist broken. In einem gewissen Fall ist es das auch, weil Terraner kann quasi, um sicher zu sein, nur eine Reaper-Expansion spielen, um halt alles zu scouten, was der Brodos macht. Es gibt auch eine andere Möglichkeit, das ist eine eigene BO von mir gebastelt, hat ein bisschen Einfluss von Strelok und die wollte ich euch jetzt quasi gern mal zeigen. Wir starten ganz normal mit dem Depot und bei der BO ist besonders wichtig, wir sind damit safe gegen jegliche Aggression, weil wir viele Units haben, eine Expansion dahinter und stehen einfach sicher da, wenn man so sagen kann. Ich starte dann ganz normal in die Barracks und feuern das Ganze mit einem 15er Gas ab. In der Zwischenzeit gehen wir ganz normal scouten, also wie man standardmäßig TVP spielt. Ja, was gibt's zu der BO zu sagen? Wie gesagt, mit der BO sind wir safe gegen jegliche All-Ins. Natürlich liegt es auch an uns, wir müssen richtig reagieren. Wir haben die Einheiten, um jeden All-In zu halten. Es liegt an uns, das Ganze zu scouten, beziehungsweise einfach richtig zu reagieren und den All-In abzufangen. Und wir kommen natürlich damit auch sicher dann ins Mid-Game. 15er Gas, schön durchgehend Worker bauen. Sobald die Barracks fertig ist, Orbital in Command, den ersten Marinenbau geben und direkt dann das Gas saturieren. In der Zwischenzeit scouten wir immer weiter, bis wir unseren Gegner gefunden haben. Ist natürlich besser auf einer Zweispielerkarte, aber auf der Karte, naja. Kein Problem. Wir bauen zwei Marines, vergessen nicht das zweite Depot, um nicht bei 19 zu Blightwork zu sein. Und ganz wichtig ist bei der BO, niemals wallen gegen Protoss. Sonst rennt der Protoss rüber mit Zealot, Mothership Core und Stalker und schießt uns die Depots, beziehungsweise manchmal auch das Add-on weg. Deswegen bauen wir die Depots so, damit wir unser komplettes Plateau sehen. Das ist auch ganz wichtig bei der BO, um richtig zu reagieren. Nach den zwei Marines starten wir den Reaktor. Und jetzt ist ganz wichtig, wir haben den Gegner gefunden, wir sehen, er hat eine Expansion gespielt. Also es wird erstmal vorläufig kein frühes Proxy Oracle kommen. Er hat Doppelgas, er hat aber eine Expansion. Jetzt können wir sagen, okay, wir starten gleichzeitig auch unsere Expansion. Das ist standardmäßig so, selbst wenn der Protoss keine Expansion hat, spielen wir nach dem Reaktor direkt die Expansion. Und nach der Expansion, sobald wir das Gas haben, die Factory. Erweiterung fertiggestellt. Ja, jetzt ist der Reaktor fertig, wir bauen durchgehend Marines. Und sollte der Protoss keine Expansion haben, stellen wir den Bunker oben. Hat er eine Expansion, können wir den Bunker unten stellen. Mit dem Worker scouten wir trotzdem weiter, ob irgendwelche Proxy-Gebäude stehen. Wir bauen durchgehend Arbeiter, durchgehend Marines. Jetzt ist ganz wichtig, einen Marine stellen wir in den Bunker rein. Und die anderen Marines sammeln wir oben auf unserem Plateau, am besten in der Nähe der Eco-Line, um quasi Oracles abzufangen. Die jetzt quasi immer noch nach der Expansion kommen könnten, wie wir auch hier sehen. Als nächstes, wenn die Factory fertig ist, sollten wir eigentlich direkt instant das Gas nehmen und eine Widowmine in Bau geben. Na, das mit dem Gas habe ich ein bisschen verpennt, aber... Normalerweise soll das instant nach der Factory kommen. Expansion fertig, Orbital Command schrauben, beziehungsweise erst in Starboard. Und die Mine, wie gesagt, rallyen wir schon mal direkt in die Eco-Line, um die da zu vergraben. Ein Marine im Bunker, ganz wichtig. Und die Mine bohren wir jetzt in der Eco-Line. Und zu dem Zeitpunkt können wir langsam mit den Marines von der Eco-Line weggehen, entweder nach unten oder ein bisschen oben schauen, um halt das Proxy Oracle abzufangen.
Sobald die Mine fertig ist, Tech Lab dran und den Tank in Bau geben. So, gleichzeitig kommt dann den Starport dann auch. Jetzt sehen wir erstmal das Oracle, das kommt. Und die Mine ist so gut versteckt. Das heißt, das Oracle hat gerade mal 2 Kills gemacht. Und wir sind somit relativ safe. Zu dem Zeitpunkt, da das Oracle keinen Schaden gemacht hat, können wir ein drittes CC in Auftrag geben. Erweiterung fertiggestellt. Das ist natürlich auch immer davon abhängig, was der Protoss als nächstes vorhat. Wenn wir greedy sein wollen, starten wir drittes CC. Wenn wir ein bisschen sicherer spielen wollen, starten wir kein drittes CC. Wir komplettieren den Wall-In. Tank, Marines bauen, Tank bauen und einen Raven bauen, ganz sicher für DTs oder um den Observer quasi zu scouten. Ja, und das ist auch schon der Großteil der BO quasi. Woran wir sterben können, sind One-Base-CTs. Da müssen wir, wie gesagt, scouten. Wenn der Protoss keine Expansion hat, müssen wir einen Scan safen und einfach sicher spielen. Wie gesagt, wenn die Expansion da ist, kann man ruhig ein bisschen greediger spielen. Und auch die Marines früher von der Main nach unten ziehen. Ansonsten haben wir die Widowmann, wenn ich schön gesehen hat, dieses Oracle schön rausnimmt. Ja, ansonsten war das soweit die BO. Zu dem Zeitpunkt sind wir relativ sicher gegen alles. Es könnte natürlich noch ein Blink-Follow-up kommen, aber das müssen wir dann einfach scouten. Aber durch den Tank und den Bunker sind wir relativ safe. Wir sehen auch die komplette Vision hier oben, haben den Watchtower. Zu dem Zeitpunkt kann uns eigentlich nicht viel passieren. Ja, das war soweit das Opening, was ich momentan in jedem TVP spiele. Seit ich das spiele, komme ich sehr gut ins Midgame. Was ihr dann als Follow-up macht, ist egal. Ich follow das Ganze mit Mac ab, aber es ist auch natürlich auch möglich, einen Bio-Follow-Up zu spielen. Beim Mac-Follow-Up liften wir quasi Starport und Rex weg und ersetzen das durch 2 Factories, bauen danach die Armory und nehmen dann langsam die dritte Base und starten dann unser Mac-Follow-Up. Ganze geht natürlich auch mit Bio, wie ihr das macht, ist euch überlassen. Ja, probiert's mal aus, ist wirklich gut. Also seit ich das Spiel habe ich 25% mehr Winwert gegen Protoss, weil man einfach sicher ist gegen jegliche All-Ins. Gut, ich hoffe, es hat euch gefallen. Kritik immer in die Comments, Like auf Facebook, wie auch immer. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.